Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute wieder eine Seite aus den Scrapbooks. Ich finde die Seite sehr, sehr schön geworden, sehr, sehr elegant. Wenn man sie aufschlägt, vermutet man nicht, was dahinter steckt. Und das mag ich ja am meisten, wenn man dann halt hier so, dann, oh, was passiert hier? Und dann, pfui, hat man plötzlich diese, war die Twist-and-Fold-Karte. Und beziehungsweise, ich glaube, die heißt gar nicht, die heißt, glaube ich, Quadro, Circular, irgendwas. Ich muss mal gucken, wie die genau heißt. Poste ich dann natürlich im Beschreibungstext. Und ich finde die halt ultra, ultra schön geworden. Man kann hier wirklich viele, viele Bilder verstecken oder aufkleben. Und ist halt ein richtig toller Hingucker, wenn man die Seite dann so öffnet. Und quasi da plötzlich so eine Art Torte rauskommt. Ja, ein bisschen wie eine Torte sieht es auch aus. Nee, finde ich ultra schön, hat mir richtig Spaß gemacht zu basteln und ich freue mich jetzt, dass wir die gemeinsam basteln. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, wie immer beginnen wir damit, die Seite zurechtzuschneiden auf 25 cm. So, 25 und 25. So, Grundseite ist fertig. Jetzt nehme ich hier den Rest von dem A3-Papier und falze den bei 2 cm. So, und wir schneiden bei 25 ab. So, sehr gut. Dann können wir die Klappe schon ankleben. So, schön mittig. Das Prinzip kennt ihr ja schon. So, ups. So, und damit wir nachher den Magneten nicht vergessen, kleben wir den auch direkt an. So, da sind sie. Oh, jetzt brauchen wir wieder neue Magnete, die sind ja fast leer. So, und zwar klebe ich den hier von unten wieder mit Klebeband fest. Ups. Und mache wieder verkehrtes Klebeband drauf. Ups. Und zu. So, damit ist der Magnet dran. Und da ich vermute, dass das nachher ganz schön dick wird, mache ich gleich noch einen zweiten Magneten drauf. Weil das muss ja ein bisschen was halten. Ne? So, damit können wir die erstmal beiseite legen. Gehen wir mal dahin. So. Ihr schneidet jetzt viermal das Papier 20 mal 20 zurecht für 4 Quadrate. Und dann schneidet ihr das Papier, wie jetzt gerade zu sehen, zurecht. Club 25. So, wenn ihr die vier dann habt, dann knickt ihr das hier, das in der Mitte, quasi, beziehungsweise, nee, wir kleben erst. Das heißt, ihr faltet die jetzt so zusammen. So. Und macht hier an dieser Stelle Kleber drauf.
und füge die zusammen. Ups. So. Und jetzt könnt ihr quasi hier die dann, also da drückt ihr jetzt die Mitte hinein. So. Und zudrücken. So. Und das macht ihr mit allen. Dafür lege ich euch jetzt wieder Musik ein. Club 25. Kleben wir erstmal unser Viereckchen zusammen. Und zwar nehmt ihr dafür jetzt die Seite, macht hier schön Kleber dran. So, jetzt stellt das nochmal hin, damit ihr es auch richtig macht. Genau, und klebt jetzt quasi dieses Eckchen auf das drauf. So, schön gerade. Sieht besser und ordentlicher sieht es nachher aus. Ne? So, Hammer. Das ist das Erste. Fertig. So, und wenn wir jetzt eh hier nochmal Sachen anbauen, dann würde ich vorschlagen, wir kleben auch gleich eine Schleife an. Das finde ich nämlich ganz gut. So, und zwar nehmen wir jetzt einen dieser 10 cm Reste, die sind perfekt dafür, und falten hier jetzt mal so einen Zentimeter rüber. So. Schneide ich hier aber trotzdem, wenn es leichter ist mit dem Ankleben, das so. So, Kleber dran. So. Quasi so soll das dann funktionieren. Genau. So, jetzt kleben wir das so hier an. Also das ist unten. Wir kleben die Lasche jetzt so an. So, nochmal. Schön am unteren Rand. So, da ist nachher Deko-Papier drauf, dann ist das wurscht. So, und ich schneide es jetzt auch wieder bei 10 cm ab. So. So, und ich ergänze jetzt, weil wenn wir hier das schon so haben, dann nehme ich das doch gleich und nutze das. Und mach da noch ein Schleifenband drumherum. So, und zwar klebt ihr das von unten, weil das hier kleben wir dann ja nachher auf unsere Scrapbook-Seite drauf. So. Und da können wir quasi unser Band aufkleben. So. Und haben nachher sogar schon eine kleine Schleife, die das Ganze festhält. Ja, okay, die Schleife war jetzt nicht gut gebunden. Vielleicht ist es auch ein bisschen kurz. Ich war ein bisschen geizig mit dem Band. Naja, ist jetzt so. Wo ist eigentlich mein Feuerzeug? Das ist eine gute Frage, Mann. Muss ich mal nachher suchen. Weil wir müssen ja wieder dann das Bändchen abbrennen. Ja, doch, geht. Ist kurz, aber es geht. So, super. Ja, dann kommt quasi jetzt eure Hauptseite wieder. Und ich muss hier erst Dekopapier ankleben, bevor ich das aufklebe. Aber das kommt quasi hier hin. Dann wird es zugemacht. Ups, so. Und dann öffnet man das. Und kann man aufklappen und ui, da ist er. Ja, gefällt mir echt gut. Finde ich echt cool. Und ja, jetzt kommt Dekopapier. Und wie immer fürs Dekopapier bekommt ihr natürlich Musik. Bis später. Club 25.
25. Club 25. Club 25. So, ihr Lieben, die Seite ist fertig. Ja, wie zu erwarten war, habe ich es zu nah an dem Magneten angeklebt. Dadurch geht der Magnet jetzt gerade nicht mehr zu, aber es ist nicht schlimm. Die Seite hält trotzdem. Was man machen könnte, man könnte jetzt noch eine Magnetschlaufe oder irgendwas ranmachen. Das will ich aber alles nicht. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Ja, habe ich halt zwei Magnete verballert. Ja, ist halt so, sogar drei Magnete. Aber in dem Moment beim Ankleben habe ich halt nur drauf geachtet, dass, wenn ich das so aufmache, dass ich das dann hier auf der Seite behalte. Ja, dabei war es mir beim Testen total egal. Da wäre es auch okay gewesen, wäre es hier gewesen oder so. Habe ich jetzt nicht mehr weiter gedacht. Naja, Wurst. Jetzt ist es so und ja. Aber es gefällt mir echt gut. Es sieht echt wunderhübsch aus. Ich finde es halt ultra cool, dass man halt hier jetzt so schön die Fotos verstecken kann. Oder verstecken, ja, dekorieren kann, einkleben kann. Und ja, das mit der Schleife ist eine super gute Idee gewesen. Das gefällt mir auch mega gut. Und also die Seite gefällt mir einfach. Sie ist einfach echt schön. Vergesst nicht abzukokeln. Ich nehme mir da immer so ein Sturmfeuerzeug quasi. Und dann kokelt ihr hier so ein bisschen die Enden ab. Verbrennt euch dabei bitte nicht die Finger. Verbrennt euch dabei bitte nicht das Buch. Das wäre schade drum. Nee, aber es geht halt darum, dass dieses Plastik, weil ich nutze ja immer so eine Polyesterbänder, also diese ganz billigen von Teddy und Action, wo die nicht alle her sind. Und damit die nicht so auffusseln. Hier zum Beispiel, da fusselt gerade eins auf. Das ist dann blöd. Das müsst ihr quasi so wegschmelzen, damit es sich nicht weiter fusselt. Also, da müsst ihr auch ganz vorsichtig sein, dass ihr euch den Rest nicht abfackelt. Aber ja, sonst ist schade drum. Dann fusselt es nämlich auf und dann ist oll. Ich habe das jetzt mal ein bisschen geschmolzen, dann geht es. Na, also da auch so eine Sache müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten funktioniert das mit so einen Bändern perfekt. Also die nehme ich sehr, sehr gerne, weil die Preis-Leistung stimmt da einfach.
Günstiger kann man sie nicht haben und schöner kann es mit, also schöner kann es schon aussehen, wenn man es besser bindet als ich jetzt, aber ja. Gut, ich will euch auch nicht mehr länger vollquatschen. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye!